Hallo, hier ist wieder der Walliker Bauer mit einer neuen Mod-Vorstellung. Heute geht es mal wieder etwas um was Älteres. Um einen Fortschritt ZT303. Ja, 80 Euro am Tag, 100 PS, Farbe Blau, kostet 17.500 Euro und im Verkauf 8.750 Euro. Schauen wir uns das gute Teil mal an, das gute Stück. Da ist er. Richtig schön alt. Gefällt mir. Gebrauchsspuren an den Felgen, Türen. Schön bullig. Beschriftung, Fortschritt. ZD303. D. Motor sieht man gut. Steigen wir mal ein. Jo, Song ist gut. Passt. Was kann er? Was hat er? MP1 und MP3 Blinker. MP2 Warnblinkanlage. MP5 Arbeitslicht hinten. Position 1. Schöne Rundrumleuchten. Mit der Taste 5 kann man das Dach aufstellen und wieder schließen. Mit der Taste 6 kann man da die Frontscheibe öffnen und schließen. Mit der Taste N kann man die linke Tür öffnen und schließen. Mit der Taste M die rechte Tür öffnen und schließen. Mit der Taste J kriegt der Motor einen sogenannten Windschutz. Schauen wir mal, ob das auf beiden Seiten, jawohl, auf beiden Seiten schön. Und mit der Taste K kann man das Zusatzgewicht vergrößern oder verkleinern. Ja, und mit der Taste F kann mir das Licht vorne, hinten ein- und ausschalten. Schauen wir mal, hat er Bremslicht? Bremslicht hat er. Rückfahrscheinwerfer nicht. Schauen wir das gute Stück mal von innen an. Oh, wunderschön gemacht. Das gefällt mir aber. Ein Funkgerät. Schalters und Hebels. Ein bisschen Bordwerkzeug. Isolierband da oben auf. Nee, nee, noch nicht. Ob das wäre Rolle isoliert? Doch, könnte sein. Arbeitshandschuhe und natürlich mal wieder etwas Papier für unterwegs. Ja, kann man eigentlich so nicht meckern. Großen und Ganzen. Wenn man Licht anmacht, geht auch die grüne Kontrolllampe an. Blinker. Und die andere. Ne, Blinker dort. Arbeitsscheinwerfer. Nein. Ja, dann gucken wir uns mal die Fahreigenschaften an, das gute Stück ist. Fahren wir mal. Jo, scheint schwer sein, aber ja, mit Bordstein da keine großen Probleme. Da kann man nicht meckern. Ein schöner Schlepper. Ja, gucken wir uns mal so ein bisschen die Zugeigenschaften an. Von einem Anhänger, einen Flug und einen Gruber. Seemaschine, wie ich das immer so mache. Da es ein 100 PS Schlepper ist. Fangen wir doch mal an. Nehmen wir mal den. Schauen wir mal. 130 Liter Tankinhalt gibt es da noch zu sagen. Läuft 40 Stundenkilometer. Und in den Kurven wird er etwas langsamer, aber kippt nicht. Wenn er geradeaus fährt, wird er wieder schneller. Finde ich nicht schlecht, er wird ja nicht zu langsam.
Ich finde das schon so ein bisschen realistisch, denn in den Kurven werden wir auch langsamer automatisch. So, probieren wir mal einen Flug aus. Nehmen wir mal einen Zweischarflug. Ja, mit 100 PS müsste eigentlich mehr schaffen, aber probieren wir mal aus. Ja, was aber den Flug so komisch dreht, ist eigentlich ein bisschen. Naja, wenn die richtig schön ranfahren, hat das auch nicht so. Lässt da schon ein bisschen stehen. Naja, die ist angenommen. Schauen wir mal das andere Ende kurz, wie er da nochmal dreht und ansetzen tut. Fährt auch, glaube ich, ziemlich flott beim Arbeiten. Braucht doch etwas größere Wendemöglichkeiten. Ja, er fügt zwar bis dran, aber ja, kann man nicht meckern. Arbeitet immerhin so mit 20, 22 Stundenkilometer. Würde ich sagen, ist schon mal nicht schlecht von der Geschwindigkeit her. Flottes Kerlchen. Schauen wir uns mal den Gruber an. Nehmen wir hier den blauen, das passt denn blau zu blau. Fahren habe ich heute. Ich habe schon wieder ein paar Tage nicht gefahren. Merkt man gleich. So, lassen wir mal den Gruber grubern. Den Gruber gruben. Ja, flottes Kerlchen, flott unterwegs. Ist doch was für schnelle Arbeit. Ruckzuck fällt fertig. Nein, da müsste ja noch ein bisschen am Zahn gemacht werden. Das ist eindeutig zu schnell für den Schlepper. Setzt sauber an, kann man nicht meckern. So, dann müsste man noch irgendwo eine Sämaschine stehen haben. Schauen wir uns die auch mal gerade an. Aber er tut's. Man kann nicht meckern. Er schafft seine Arbeit. Ich finde ihn soweit einwandfrei. So, was machen wir mal. Jo, auch die Sämaschine schafft er spielend. Na gut, ist ja auch ein 100 PS Schlepper. Schauen wir mal, wie er die ansetzen tut. Aber wie ich schon eben erwähnt habe, zum Wenden braucht ihr ein wenig Platz. Müsst ihr aufpassen, nicht zu viele Bäume im Wege sind. Jawohl, setzt einwandfrei an, zieht seine Reihen. Kann man einigermaßen einsetzen, den Schlepper kann man nicht meckern. In dem Sinne, schaut ihn euch an. In meiner Videobeschreibung steht drin, wo ich ihn geladen habe und wo ihr ihn laden könnt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Waldecker Bauer Graf Rasputin. Tschüss!